vor der Ostküste Mallorcas. Eine seltene Begegnung mit einem der bekanntesten deutschen Showmaster. Frank Elstner findet hier die Ruhe, auf sein bewegtes Leben zurückzublicken. Millionen Menschen hat er mit seinen Fernsehshows begeistert. Es war ein Leben vor der Kamera. Aber der Blick nach vorn macht ihm Sorgen. Denn seit 2015 hat ihn ein lange Zeit unsichtbarer Gegner im Griff. Parkinson. Einige Jahre hat er dazu geschwiegen. In diesem Film erzählt er uns, wie er gegen die Krankheit ankämpft. Als ich die Diagnose Parkinson bekam, war ich natürlich getroffen. Das ist ganz klar. Die ersten Tage liegt man im Bett und kann nicht richtig schlafen. Man googelt die halbe Nacht im Internet rum und guckt, was kriegt man für Informationen. Inzwischen ist ihm das Wandern zur Leidenschaft geworden. Auch um die tückische Krankheit möglichst lange aufzuhalten. Eine der wichtigsten Informationen hat mich damals getröstet, nämlich der Satz, an Parkinson müssen Sie nicht sterben. Das ist kein Todesurteil. Parkinson ist eine Krankheit, die verhältnismäßig lange überlebt werden kann. Er ist Frank Elstners Arzt des Vertrauens, Professor Volkmann von der Uniklinik Würzburg. Der Neurologe weiß, was die Krankheit anrichten kann. Die Parkinson-Krankheit ist nicht wie Krebs, die bringt einen nicht um. Sondern die kann einem ganz gehörig sozusagen das Leben versauen, was man gerne führen möchte. Auf seiner Lieblingsinsel Mallorca kämpft Frank Elstner gegen die Krankheit an. Mit eiserner Disziplin. Links, links, rechts. Sohn Andreas lebt auch auf Mallorca. Seinen Vater kennt er als Kämpfernatur. Er ist immer eine sehr starke Persönlichkeit gewesen. Und er kämpft mit aller Stärke bis zum allerletzten Tag. So ist er einfach. Oft begegnet Frank Elstner anderen Parkinson-Kranken. Vor allem Menschen, die es schwerer trifft als ihn. Er begleitet sie bei der Suche nach neuen Therapien. Aber er muss auch jeden Tag um sich selbst kämpfen. Wir treffen Frank Elstner in seinem Büro in Baden-Baden. Eine Zeichnerin hält den Moment fest. Wie war das, als Parkinson in sein Leben trat? Also am meisten merkte ich, dass irgendwas nicht mehr so ganz richtig funktioniert, wenn ich ein Glas Wasser getrunken habe. Ich habe 15 Jahre lang die Sendung Menschen der Woche moderiert beim SWR. Und in dieser Sendung habe ich sehr viele, über 3000 Gäste interviewt und begrüßt. Und bei einem Gespräch wird man durstig. Und als ich das Glas mit der rechten Hand genommen habe, habe ich gemerkt, dass ich etwas zittere. Und nun will man sich ja nicht im Fernsehen von seiner schwachen Seite zeigen. Also habe ich beide Hände genommen und versucht, nicht zu zittern. Und als das etwas schlimmer wurde, habe ich zuerst bei meinem Hausarzt angefangen und habe mich dann durch die Spezialisten durchgefragt und habe gefragt, was ist das denn, warum zittere ich? Und ein Neurologe hier in Baden-Baden, der hat mir gesagt, ja, Elstner, ich muss Ihnen die Wahrheit sagen, es hat auch keinen Sinn, dass ich das beschönige, Sie haben Parkinson. Die alte Schlossruine oberhalb von Baden-Baden ist ein verschwiegener Ort. Hier haben wir uns mit Franks Ehefrau Britta und der jüngsten Tochter Enya verabredet. Also das allererste, was mir oder uns allen auffiel, war dieses Zittern. Mit der Hand. Also mich hat das geärgert, dass das immer abgetan wurde als irgendein Tremor, der aber nichts mit Parkinson zu tun habe. Frank hat dann auch das oft mit Lampenfieber in Verbindung gebracht. Und dann hat man auch nicht weiter groß drüber nachgedacht. Aber das wurde dann eben mehr. Ich war in Baden-Baden, als Papa mir die Diagnose gesagt hat. Also ich weiß noch, wir saßen zu Hause am Tisch und Papa hat gesagt, ich muss euch was erzählen. Und klar sagt da erstmal alles runter und man hat Angst. Und dann hat er eben gesagt, okay, er hat Parkinson. Ich war nicht dabei, als er bei dem Neurologen war. Ich war im Auto und fuhr von Schleswig-Holstein wieder hierher. Und dann rief er an und sagte, so ein Mist, es ist doch Parkinson. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das öffentlich machen soll. Und habe viele Gespräche geführt mit Ärzten, mit Freunden, mit Betroffenen
und bin zu der Meinung gekommen, für mich ist es am besten, wenn ich offen damit umgehe. Denn ich habe einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Wenn ich in ein Restaurant gehe, dann gucken die Leute natürlich, na, zittert er beim Essen? Wie löffelt er die Suppe? Wie hält er ein Glas? Und um es auch den Mitmenschen leichter mit mir zu machen, habe ich einfach gedacht, sag, was los ist und kümmere dich mit guten Ärzten darum, das Ganze so weit es geht zu unterstützen im positiven Sinne. Wir sind ein Jahr, war das glaube ich, oder ein halbes Jahr vor der Diagnose, sind wir noch zu zweit den Jakobsweg gelaufen. Und das war super schön und ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Aber da gab es so ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, okay, er ist nicht mehr ganz so fit wie früher. Und wir haben dann auch viel darüber gesprochen, aber da war auch so Parkinson oder so noch gar nicht in unseren Köpfen drin. Daran hat man noch gar nicht gedacht. Und ich bin überhaupt froh, dass wir das machen konnten, weil wir sind 312 Kilometer gegangen und das war eine richtig schöne Erfahrung. Im Hause Elstner ist Parkinson nicht Gesprächsthema Nummer 1. Frank achtet jedoch darauf, dass ihm selbst kleinste Veränderungen nicht entgehen. Ich habe als neugieriger Journalist natürlich die Gelegenheit benutzt und alles ergoogelt, was man ergoogeln kann zum Thema Parkinson. Und ich habe mit vielen Ärzten gesprochen. Und im Moment sehen Sie, wenn ich mich mit Ihnen hier unterhalte, geht es mir eigentlich ganz gut. Aber das kann sich auch schlagartig ändern. Wenn ich die Konzentration verliere, dann fange ich an, etwas langsamer zu reden. Meine Frau sagt meistens, red ein bisschen lauter. Ich sage zu meiner Umgebung auch immer, redet ihr bitte lauter, weil ich natürlich nicht mehr ganz so gut höre. Alles, woran man sich gewöhnt hat, wird einfach mit etwas weniger Kraft begleitet. Also man läuft langsamer, man dreht sich langsamer um. Und die Angst, die ich habe, ist, dass ich womöglich eines Tages zu langsam denke. Weil ein Mensch, der so viele Gespräche geführt hat wie ich, der möchte natürlich eines nicht verlieren, seine Schlagfertigkeit, seinen Humor, seine Ausdrucksfähigkeit. Und da bin ich sehr hellhörig, wenn ich da das Gefühl habe, irgendetwas zu merken, dann rufe ich sofort meinen Arzt an und sage, gibt's eine Übung, die ich machen kann, um das zu verbessern? Frank Elstner geht regelmäßig zur Physiotherapie. Heute ist es wieder soweit. Denn trotz der Medikamente, die er ständig einnimmt, plagt ihn oft ein steifer Rücken. Sein Therapeut Marc Hohmann hat etwas Besonderes mit ihm vor. Wie ging es nach der letzten Behandlung? Hatten Sie noch weiter Rückenschmerzen? Hat sich die Spannung ein bisschen gelöst? Also ich muss sagen, selten hat mich eine Maschine so überzeugt und hoffe, Sie bringen das gleiche Wunder wieder fertig. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Okay. Wir wollen mal rübergehen. Wir haben heute uns das Sturzpräventionsprogramm ausgesucht. Das sind unterschiedliche Übungen, dynamisch und auch ein paar statische Übungen. Stehe ich etwa in der Mitte? Sie stehen ungefähr in der Mitte, das passt ganz gut. Ich gehe mal auf das Gesundheitsprogramm Level 1. Ganz entspannt stehen, Sie versuchen das Gleichgewicht zu halten, die Arme rechts und links wegstrecken und das Programm beginnt jetzt. Was ist denn jetzt wichtiger, dass ich hopse oder dass ich stehe? In dem Fall ist der reine Stand wichtig. Die Schwungübungen. Da muss ich erst mal gucken, dass ich wieder aufhöre zu hopsen. Die Schwungübungen kommen gleich in Folge. Weil Sie wirklich, ich habe noch nie so lange 45 Sekunden ausgehalten. Und wir machen eine Pause. Sie dürfen sich festhalten. Ja? Und dann dürfen Sie ganz kurz entspannen. Tut gut. Ja. Und wozu sind die Gummischnüre? Das zeige ich Ihnen gleich. Da kommt die nächste Übung jetzt. Ja? Wenn Sie einmal hier nochmal das andere grüne Seil. Was sagen Sie so einfach? Ich komme mal rüber. Ich habe so kurze Arme. Gebe ich Ihnen hier ran. Okay. Versuchen Sie, die Arme so ein bisschen nach oben zu halten. Und einfach stehen bleiben zunächst mal. Ich starte das Programm. Und auch jetzt dürfen Sie ganz leicht hüpfen. Beide Beine gleichmäßig belasten. Wunderbar. Jetzt geht's gut. Wenn man nachher von diesem Sensobro absteigt, sehen Sie sofort einen unterschiedlichen Muskeltonus im Vergleich zu vorher. Sie sind aufrechter, obwohl wir für die reine Hebelbewegung im Rücken gar nicht viel getan haben.
Wir erleben oft, dass natürlich auch im Laufe der Zeit, gerade bei Parkinson, die vordere Muskelkette ihre Spannung verliert. Die Leute kommen in so eine Beugestellung rein. Entsprechend verliert sich natürlich der Halteapparat in Richtung Streckung. Es verändert das Gangbild. Die Schritte werden kürzer. Die Motorik wird einfach bewusster. Man hat keine unbewussten Bewegungsmechanismen mehr. Und das war eine Geschichte, die man bei ihm recht in einer sehr, sehr guten Situation vorfand. Und jetzt kommen wir in diese etwas größeren Bewegungsamplituden. Sie wippen von vorne nach hinten und achten darauf, dass der Rumpf möglichst aufrecht ist. Und jetzt muss natürlich auch das Becken unterschiedlich arbeiten. Und jetzt bewegen wir uns so langsam in diese Alltagsbewegungen rein, wo sie tatsächlich durch solche Übungen dann auch schon angebahnt werden für das normale Gehen, Treppensteigen, für alles, was wir eben in unserem täglichen Leben brauchen. Und jetzt darf ich Pause machen. Jetzt dürfen Sie gerne eine Pause machen. Das war sehr gut. Super. Und jetzt ist es spannend, wenn man direkt runtersteigt vom Gerät. Wie fühlt man sich beim Gehen? Läuft gut. Ja, finde ich auch. Ja. Wenn ich nach einer Viertelstunde von dem Gerät runtergehe, dann habe ich das Gefühl, ich habe 2 Stunden trainiert. Und am Abend habe ich das Gefühl, ich war heute in Erholung. Ich habe einen Urlaubstag hinter mir. Man hat mit wenig Zeitaufwand einen relativ schnellen Erfolg, der vielleicht anfänglich auch nur kurz dauert. Aber über eine längere Trainingseinheit, über mehreren Wochen oder Monaten, kann man tatsächlich dann den Haltungsapparat entsprechend auch verbessern. Es ist ja bei unserer Krankheit so, dass man sehr oft überrascht wird von Momenten, wo man eben nicht mehr gut funktioniert, wo man langsamer läuft, wo man die Beweglichkeit einschränkt. Aber hier, nach diesem Gerät, habe ich immer das Gefühl, Junge, reg dich nicht auf, es geht noch. Neurologische Universitätsklinik Würzburg. Frank Elstner kommt seit 2019 hierher. Professor Jens Volkmann ist sein Arzt und inzwischen auch ein Freund. Bei Frank Elstner ist die Erkrankung noch relativ am Anfang. Die Erschöpfung ist schon manchmal schneller da. Das mag altersbedingt sein, ist aber sicher auch krankheitsbedingt. Und er braucht halt mehr Erholungspausen, aber er ist immer noch so leistungsfähig in den Momenten, in denen er sich dann eben auch sammeln kann, wie er das gewesen ist. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, nicht nur für diejenigen, die Parkinson haben, sondern auch für diejenigen, die mit Parkinson umgehen. Wenn Sie Rücksicht nehmen und wenn Sie es zulassen, dass diese Erholungspausen da sind, dann können Sie den Parkinson-Kranken auch so erleben, wie er Ihnen als Persönlichkeit über viele Jahre halt bekannt war und ist. Wer Parkinson hat, braucht öfter und länger Pausen. Doch Parkinson-Verläufe können selbst Ärzte kaum voraussagen. Deshalb trifft sich Frank Elstner heute östlich von Würzburg mit dem Weinbauern Ewald Ruppert. Bei ihm ist die Krankheit viel weiter fortgeschritten. Herr Ruppert, Sie sind von Parkinson betroffen. Wir wissen alle, die wir uns mit Parkinson beschäftigen, jeder hat sein eigenes Krankheitsbild. Wie hat das bei Ihnen denn angefangen? Ja, bei mir war das so, dass ich gedacht habe, ich werde halt schneller müde. Und ich bin halt den Berg sonst in einem durchmarschiert, von unten bis rauf. Es ging alles nicht mehr. Und dann hat ein Weinkunde mir gesagt, was du hast, das ist kein Schlaganfall, Spätfolgen davon, sondern du hast Parkinson. War das ein Mediziner? Oder? Nein, das war ein Polizeibeamter. Und bis dahin haben Sie von keinem Arzt gehört, dass Sie Parkinson haben? Ich bin nicht deshalb hingegangen. Ich habe gesagt, ich werde müde. Ja, aber dann hat man gemerkt, man wird unnatürlich müde, man leistet immer weniger. Ich habe es jetzt so 14, 15 Jahre, die Krankheit. Und die letzten 10 Jahre waren schon schwer. Dann sind doch bestimmt sicher auch noch andere Beschwerden aufgetreten. Haben Sie manchmal schlecht geträumt? Haben Sie zum Beispiel geschrien im Schlaf? Mein Sohn sagt so, alle 14 Tage schreie ich mal nachts. Aber wirr und unsinniges Zeug, was nicht zusammenpasst. Ja, schlecht träumen, ja. Also ich habe angefangen zu boxen, und zwar gegen die Nachttischlampe. Oh, nee, habe ich noch nicht. Was mich halt besonders stört, ist das, dass man manchmal unvermittelt
ein Zimmer betreten will und steht in der Tür, wie angenagelt, und kommt keinen Zentimeter vorwärts und keinen Zentimeter rückwärts. Man ist einfach wie eine Salzsäure. Man ist also hilflos, steht man da wie ein eigenes Denkmal. Jawohl. Und wie bewegen Sie sich dann wieder? Gibt es da Hilfsmittel? Sagt man sich einen Spruch vor oder zählt man 1, 2, 3? Oder was hat der Arzt Ihnen gesagt? Die Ärzte haben da empfohlen, die einen empfehlen zu zählen, die anderen sagen bewusst mit rechts antreten und ganz bewusst, wichtig ist, Kopf hoch und bewusst auftreten. Und was ist mit der Sprache? Sie ist nicht gut, das weiß ich. Ja. Ich möchte auch keine Reden mehr halten müssen oder Geschäftsberichte mehr vorlesen den Bürgermeistern. Also bin ich froh, dass ich den Zeitraum hinter mir habe, wo ich beruflich aktiv war. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich kann mir von Ihnen eine Scheibe abschneiden. Denn wenn man so lange Parkinson hat und dabei noch so lachen kann, dann muss man ein ganz besonderer Mensch sein. Ich freue mich, dass ich Sie kennenlerne. Parkinson ist eine Erkrankung des Nervensystems. Doch was ist die Ursache? Die Parkinson-Erkrankung entsteht in einem winzigen Bereich mitten im Gehirn, ca. 7 cm unter der Schädeldecke. Dort befinden sich die paarweise angelegten Basalganglien. Eine Schlüsselrolle bei Parkinson spielt die Substantia nigra, hier blau dargestellt. Die Nervenzellen dieses nur etwa bohnengroßen Hirnanteils produzieren den Botenstoff Dopamin. Dopamin sorgt für die Weiterleitung der Impulse aus der Schaltzentrale im Gehirn in alle Bereiche des Körpers. Fällt der Dopaminspiegel jedoch stark ab, sind fein abgestimmte Bewegungen, schnelles Umschalten und flüssiges Sprechen kaum noch möglich. Die Betroffenen haben plötzlich keine Kontrolle mehr über ihre Hände, Arme und Beine. Das führt zu den typischen Parkinson-Symptomen: Zittern der Hände, Verlangsamung der Bewegungen und Steifigkeit in Beinen und Rücken. Mit Medikamenten, die den Dopaminmangel ausgleichen, lässt sich die Krankheit oft über Jahre unter Kontrolle halten und die Betroffenen können sich weitgehend normal bewegen. Doch leider gibt es bisher keine Medikamente, die den Untergang der Nervenzellen stoppen können. Diese Medikamente, die man bekommt, wenn man diese Krankheit hat, sind keine Wundermittel. Es sind Mittel, die ein bisschen helfen, die Krankheit besser zu ertragen. Das heißt, wenn man steif wird, wird man mit den Medikamenten etwas weniger steif. Also ich gehöre zu den Parkinson-Kranken, die eigentlich kaum Schmerzen haben, bis auf den Rücken. Deswegen gehe ich auch zu Herrn Hohmann auf seine Maschine, die mir wirklich geholfen hat. Also gestern war ich wieder drauf, ein paar Minuten. Und heute, muss ich sagen, bin ich rückenschmerzfrei. Mancher Parkinson-Kranke wird mich jetzt beneiden und wird sagen, warum der und warum nicht ich? Es gibt kaum Termine, die für Frank Elstner wichtiger sind als die bei seinem Physiotherapeuten. Heute geht es mal wieder um Muskeldehnung. Ein bisschen unangenehm, aber gerade bei Parkinson wichtig, um den Körper beweglich zu halten. Die hintere Oberschenkelmuskulatur kommt gut an wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir an den Hüftbeuger bzw. Hüftrotator. Band ein bisschen mehr. Auch hier einmal gegen mich drücken, bitte. Mit dem Knie gegen meinen Rumpf. Jawohl, die Spannung mal so halten. Ja, ich bin dankbar für jeden Zentimeter. Ja, okay. Ja, ein bisschen anders als rechts. Es geht noch. Okay, dann hier mal bitte gegendrücken. Mit der Ferse gegen meine Schulter. Das ist anstrengend für Sie, gell? Ja, jetzt komme auch ich ins Schwitzen. Ah, jetzt machen Sie mich länger. Ein bisschen. Das ist gut. Wenn wir Sie ein bisschen verlängern hier. Ja, jetzt machen Sie mich einfach ein Stück größer. Ja, ja. Ein bisschen die Hüfte entspannen. Geht für Sie? Ja, jetzt bin ich 1,73. Müssen wir gleich messen. Hier bin ich. Perfekt. Ah, wunderbar. Das war schön. Sie fühlen sich jetzt wohl? Kein Schwindel? Fühlen sich stabil? Keine Probleme im Moment? Ich kann angreifen. Ja, wunderbar. Dann können wir catchen. Vielen Dank. Termine haben wir für die weiteren Behandlungen. Und dann, denke ich, bleiben wir am Ball. Zurück in der Neurologie der Uniklinik Würzburg.
Frank Elstner will heute dabei sein, wie Weinbauer Ewald Ruppert seinen Parkinson-Test absolviert. Damit wird der aktuelle Stand seiner Erkrankung erhoben, denn in wenigen Tagen soll er operiert werden. Wir haben heute mit Herrn Ruppert eine Parkinson-Untersuchung vor, letztlich die klassische Parkinson-Untersuchung, die man auch zum Beispiel machen würde, um festzustellen, ob jemand Anzeichen für die Parkinson-Erkrankung hat. Das gehört hier im Krankenhaus zu den Routineuntersuchungen vor der Implantation von einer tiefen Hirnstimulation. Man möchte letztlich sehen, dass die Patienten einen gewissen Grad der Betroffenheit erreicht haben und in Folge aber auch sehen, dass wenn man dann Parkinson-Medikamente gibt, die Beschwerden deutlich besser werden, was dann ein Indiz dafür ist, dass es aussichtsreich ist, eine tiefe Hirnstimulation zu implantieren. Herr Ruppert, dann würde ich Sie bitten, wir starten immer mit der rechten Hand, mir einmal das große L zu zeigen. Dann öffnen und schließen Sie das L möglichst groß, möglichst schnell, möglichst rhythmisch. Ewald Ruppert hat wegen des Tests heute keine Medikamente genommen. Es zeigt sich, dass sein rechter Arm nur schwach betroffen ist. Klasse, danke. Bitte jetzt mit der linken Hand. Ja. Aber die linke Seite. Ganz rum, ganz zurück. Möglichst schnell. Einmal bitte von außen nach innen und einmal von innen nach außen. Bitte. Ewald Ruppert soll eine Spirale nachzeichnen. Er ist bestürzt, wie es im Moment um ihn steht. Da merkt man erst, welche Defizite man alles hat. Sei es Orientierung, sei es gerades Gehen, nicht stolpern, Angst haben, unter die Tür zurückzugehen. Das kommt alles dann hier jetzt raus, weil man hatte keine Medikamente. Dass er vor allem bei Drehungen so unsicher ist, hat weniger mit Parkinson zu tun, als mit den Schmerzen aufgrund eines viele Jahre zurückliegenden Wirbelbruchs. Doch der Weinbauer mag kein Selbstmitleid, ebenso wie Frank Elstner. Beide stemmen sich so gut es geht gegen ihre Krankheit. Jetzt hat man manchmal Angst, den Mund aufzumachen, weil die Leute kennen einen. Man hängt oft im Satz, man sucht ein Wort. Und das ist das Belastendste für mich mit. Also neben der Orientierungslosigkeit in der Nacht und früh in der Starrheit war das für mich das Schwerste am Parkinson. Ich habe den gleichen Test auch mehrmals gemacht. Und was mir bei ihm ganz besonders gut gefallen hat, ist seine positive Grundeinstellung. Frank Elstner und Professor Volkmann haben zusammen das Buch »Dann zitter ich halt« geschrieben. Was die beiden Mitbegründer der Parkinson-Stiftung veranlasst hat, diesen Ratgeber zu schreiben, erklärt der Arzt. Ja, ich hoffe, dass Frank Elstner stellvertretend für andere Patienten halt genau die Fragen gestellt hat, die mir eigentlich jeder in der Ambulanz im Zwiegespräch stellen würde, um mehr über seine eigene Erkrankung, möglichen Verlauf zu erfahren. Und auch das, was man eben als Einzelner gegen die Erkrankung tun kann. Und insofern hoffe ich, dass das ein Stück weit die Erfahrung, auch die ärztliche Erfahrung, in die Breite halt bringen kann, die man so natürlich nie einer großen Masse von Menschen und Patienten nahebringen kann. Wenig später, Treffen mit Ewald Ruppert. Hier erfährt Frank Elstner zum ersten Mal, dass der Weinbauer mit einer Medikamentenpumpe behandelt wird. Welchen Effekt hat sie? Es ist meine Sprache deutlich besser geworden und die Mimik ist deutlich besser geworden mit der Pumpe. Und wenn man da noch einen Zacken mehr leisten kann mit dem Schrittmacher, dann wäre das eine tolle Sache. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt mit einer Pumpe. Können wir uns die Pumpe mal anschauen? Herr Ruppert, würden Sie uns das mal zeigen, wie die Pumpe aussieht? Die tragen sie ja immer versteckt unterm Hemd, gell? Ja. Genau. In der Pumpe ist der Wirkstoff Apomorphin. Nachdem die Tabletten immer weniger wirkten, konnte die Pumpe einige Monate den Dopaminspiegel bei Ewald Ruppert gleichmäßig hochhalten. Die Krankheitsanzeichen gingen zurück. Das ist die Pumpe, die treibt einen Kolben an und es drückt ganz gleichmäßig das Medikament über dieses dünne Schläuchlein in eine Nadel, die unter der Haut platziert ist. Und wie oft muss man das Medikament zuschütten? Täglich. Einmal am Tag wird die angelegt. Einmal am Tag wird die Pumpe sozusagen gefüllt. Ja. So dass ich also den ganzen Tag über versorgt bin. Und deswegen muss Herr Ruppert jetzt praktisch keine Medikamente mehr nehmen, weil die Pumpe die Medikamentenversorgung übernimmt. Ich verstehe. Aber auf der anderen Seite hat so eine Pumpe natürlich auch einen Nachteil. Man schleppt so ein großes Ding mit sich rum
und wird dauernd daran erinnert, dass man die Krankheit hat. Das ist richtig. Es gibt demnächst eine Operation bei Herrn Ruppert, mit der erwartet ihr, dass es ihm noch besser geht. Ja, also wir haben ja dieses Problem bei Ihnen, dass die Medikamente eben nicht mehr zuverlässig wirken. Und irgendwie müssen wir die Wirkung an das Gehirn bringen. Und eine alternative Möglichkeit ist halt, die chemische Wirkung von Dopamin durch eine elektrische Nervenstimulation zu ersetzen. Also das Gehirn arbeitet ja mit chemischen und elektrischen Signalen. Und die Idee ist, dass wir eben mit Hilfe eines Gehirnschrittmachers bei Herrn Ruppert das sehr schwankende Signal von dem Dopamin, was wir nicht mehr gleichmäßig zuführen können, durch ein sehr stabiles elektrisches Signal in der Tiefe des Gehirns ersetzen und damit wieder seine Beweglichkeit herstellen, so gleichmäßig, wie er das eigentlich noch vor 10 Jahren gekannt hat. Professor Volkmann zeigt seinen beiden Patienten, was bei der Operation tiefe Hirnstimulation geschieht. Aus MRT-Aufnahmen des Gehirns wurde ein räumliches Bild erstellt, auf dem eine der beiden Elektroden und die winzigen Zielgebiete 7 Zentimeter unter der Schädeldecke zu sehen sind. Und jetzt wollen wir halt mit dem elektrischen Strom wirklich nur wenige Kubikmillimeter von diesem grünen Bereich hier stimulieren. Und das können wir am Computer alles simulieren, einfach mal Strom draufgeben auf die Elektrode. Jetzt gebe ich mal 1 Milliampere Strom, das wird hier rot dargestellt, welches Gewebe jetzt erregt wird. Jetzt dieses Bild, was wir im Moment sehen, ist ein wie großer Ausschnitt aus dem Gehirn? Das ist ein winziger Ausschnitt aus dem Gehirn. Die Sonde ist in Wirklichkeit hier nur 1,2 mm im Durchmesser. Und dieser Kern, den wir anzielen, dieser grüne Bereich hier, der ist so etwa 6 mm bis 8 mm in der Dimension hier und etwa 3 bis 4 mm in der Höhe und Breite. Also das sind wirklich nur wenige Kubikmillimeter Hirngewebe, die wir hier ganz stark vergrößert sehen. Jetzt bin ich noch in einer Phase, wo ich nur Pillen nehme und Pflaster. Das heißt, das alles, was er jetzt vorhat und zum Teil durchgemacht hat bisher, habe ich noch vor mir. Hast du eine Ahnung, wann das bei mir losgeht? Ich hoffe mal, du hast bisher ein Glück, du hast einen sehr gutartigen Verlauf, dass das nie so weit kommt, dass du so eine Schrittmachersonde brauchst und dass hoffentlich die Medikamente bei dir noch sehr lange ausreichend Wirkung tun. Ja, dann hoffe ich mit. Während Ewald Ruppert die Tage bis zu seiner Operation zählt, begleiten wir Frank Elzner nach Mallorca. Seit über 40 Jahren verbringt er hier einen großen Teil seines Lebens. Schon immer liebte er Wanderungen in den Bergen der Insel. Inzwischen sind die Touren nicht mehr so lang, aber sie gehören zu seinem Fitnessprogramm gegen Parkinson. Grundsätzlich sagt man ja, dass Parkinson-Kranke sich bewegen sollen. Und wenn ich gehe, versuche ich auch verhältnismäßig weit ausschwingende Armbewegungen zu machen. Ich bemühe mich, viel zu schwimmen und bemühe mich natürlich, das Angebot der Natur anzunehmen und draußen viel zu laufen. Ich stehe nicht morgens auf und sage, ich bin krank. Ich stehe morgens auf und gehe ins Büro. Ich gehe meiner Arbeit nach wie früher auch. Ich kriege früher Rückenschmerzen und versuche mit pünktlicher Pilleneinnahme dagegen zu halten. Aber ansonsten ist das Leben des Elzners kein anderes geworden. Ich gehe jetzt auf mein 80. Jahr zu und feiere im April Geburtstag. Und natürlich vergleicht man seine körperlichen Leistungen über die Jahrzehnte. Also wenn ich hier vor 10 Jahren hochgelaufen wäre, dann wäre ich sicher eine halbe Stunde früher angekommen. Aber ich tröste mich damit, dass es viele 80-Jährige gibt, die hier überhaupt nicht hochkommen. Unten im Hafen haben wir uns mit Frank Elzners ältestem Sohn Andreas verabredet. Auch er lebt und arbeitet seit vielen Jahren auf Mallorca. Was ist ihm in letzter Zeit an seinem Vater aufgefallen? Ja, mein Vater hat sich verändert mit seiner Krankheit und das ist für mich ein bisschen schwer zu sehen jetzt, weil er ist gebrechlich, er ist sehr vorsichtig, er hat Angst, sich zu vertreten, aber er steht noch irgendwie sein Mann. Also er versucht da wirklich alles zu geben, dass das sein Umfeld überhaupt nicht belastet. Das ist irre. Er ist immer eine sehr starke Persönlichkeit gewesen und er kämpft mit aller Stärke bis zum allerletzten Tag. So ist er einfach. Und ich glaube, das liegt in seinem Naturell.
Wann immer es geht, fahren Frank, sein Sohn Andreas und Assistent André mit einem Segelboot hinaus aufs Meer. An dieser Liebe zu Wind und Wasser hat sich in all den Jahren nichts geändert. Der einzige Unterschied heute: Andreas hat das Ruder übernommen. Zu Hause, im Alltag, kämpft Frank Elstner oft mit depressiven Verstimmungen. Das ist typisch für Parkinson. Doch hier auf dem Boot kehrt die Lebensfreude zurück. Angesichts dieses Gefühls scheint die Zeit stillzustehen. Zurück in Deutschland. Neurologische Uniklinik Würzburg. Weinbauer Ewald Ruppert geht heute zur letzten Besprechung vor seiner Hirnschrittmacher-Operation. Sein Arzt, Professor Volkmann, will ihm genau erläutern, was bei dem Eingriff auf ihn zukommt. Hallo, Herr Ruppert. Hallo. Grüß Gott. So, wie geht's Ihnen? Ja, bin zufrieden. Herr Ruppert, das sind jetzt die Aufnahmen im Mai, als wir die Medikamente kurz abgesetzt haben. Das Video zeigt, wie sich die Beweglichkeit in den letzten Monaten verschlechtert hat. Mit den üblichen Medikamenten kommt man jetzt kaum noch gegen die Einschränkungen an. Aber es gibt eine Lösung: die tiefe Hirnstimulation. Vor gut 20 Jahren galt der Hirnschrittmacher noch als Experiment. Heute bieten einige Spezialkliniken in Deutschland diese Operation an. Ja, also was der Schrittmacher kann, ist, dass er sozusagen die schwankende Wirkung der Medikamente ersetzt durch eine ganz, ganz gleichmäßige Stromabgabe im Gehirn. Mhm. Und diese Stromabgabe im Gehirn, die imitiert sozusagen den Medikamenteneffekt. Jetzt habe ich Ihnen das hier mal mitgebracht. Das ist eben so eine Schrittmachersonde, eine Elektrode, wie sie dann während der Operation bei Ihnen im Gehirn eingepflanzt wird. Ja, und sehen Sie, ist ein dünner, flexibler Draht, dürfen Sie gerne mal in die Hand nehmen. Mhm, ja. Und der hat hier vorne Kontakte, elektrische Kontakte, und darüber wird der Strom abgegeben. Das wird dann so gemacht, dass auf beiden Seiten ein kleines Bohrloch eingefertigt wird. Das ist etwa 7-8 mm im Durchmesser, wird ungefähr hier liegen. Und die Elektrode, die wird genau vorberechnet in die Tiefe des Gehirns eingeführt und dann bis in diesen Nucleus subthalamicus vorgeschoben. Ja? Ja. Und am Ende wird das Ganze verbunden über ein Kabelsystem, was hier am Nacken entlang unter der Haut läuft, bis unter das Schlüsselbein. Und dort wird ein Schrittmacheraggregat eingepflanzt. Das ist wie ein Herzschrittmacher. Der Unterschied zu einem Herzschrittmacher ist, ein Herz schlägt ungefähr 60, 70 mal, 80 mal pro Minute. Ja. Dieser Schrittmacher, um die Nervenzellen zu stimulieren, gibt 130 Pulse pro Sekunde ab. Der muss also viel, viel mehr elektrische Impulse abgeben. Und deswegen ist er auch etwas größer. Der braucht eine stärkere Batterie. Jawohl. Ja. Während sich Ewald Ruppert auf die bevorstehende Operation einstellt, wollen wir sehen, wie es Frank Elstner auf Mallorca geht. Bei ihm wirken die Medikamente bisher noch gut genug. Heute ist Kampftag, Frank, hat Assistent André beschlossen. Und was der strenge Trainer anordnet, wird gemacht. Schließlich weiß der diplomierte Sportwissenschaftler, dass bei Parkinson nichts wichtiger ist als der beständige Kampf gegen Muskelsteife, Unbeweglichkeit und Rückenschmerzen. Du schlägst einfach links, rechts, okay? Ja, okay. Moment. Okay, links, rechts. 10 Mal. Und komm. Jetzt machst du 2-mal links, 1-mal rechts. Okay. Und los. Links, links, rechts. Links, links, rechts. Links, links, rechts. Sag mal, Boxtraining mit Brille, ist das nicht bescheuert? Nee, erstmal ist es natürlich eine Sicherheitsmaßnahme, damit du nicht mein Gesicht triffst. Aber eigentlich ist es so, dass aber wir machen. Aber ich kann dich in den Pool hauen. Ja, toll. Ja. Aber da das Parkinson-Boxen ist, brauchen wir auf das normale Boxen, wo man auch eine Deckung hat und sich klein macht. Wir wollen ja, dass du dich groß machst. Und ich schlage ja auch nicht zurück. Wir kämpfen nicht gegeneinander. Deswegen kannst du auch ruhig deine Brille auflassen. Ein milder Trainer.
Das Parkinson-Boxen an sich boxst du hier oben, aufrechter Körper. Und du hast auch keine Deckung, weil du boxst ja nicht gegeneinander, sondern du boxst ja in dem Sinne miteinander. Deswegen ist es eine Art von Boxen. Es ist nicht das Boxen, was man aus dem Fernsehen kennt. Und es gibt wissenschaftliche Studien aus Amerika, die haben gezeigt, dass nicht nur dadurch die Beweglichkeit verbessert wird, auch man hat beim Boxen große Bewegungen. Auch bei Parkinson werden die Bewegungen immer kleiner, der Bewegungsumfang wird kleiner, dem wirkst du auch entgegen. Aber die Studien haben auch gezeigt, dass das auch auf die Psyche einwirkt. Also die Leute haben weniger Angst, rauszugehen, die Leute haben weniger Angst, sich zu bewegen, Sport zu machen. Es wirkt also einfach der Kampf gegen Parkinson. Wenn man gegen irgendwas einhauen kann, haut man in dem Sinne eigentlich gegen seine Krankheit an. Und das bewirkt halt viel auch im Kopf. André Intorn ist seit 17 Jahren Frank Elstners persönlicher Assistent. Zu seinen vielen Aufgaben gehört auch das Parkinson-Fitnessprogramm, das er für seinen Chef entwickelt hat. Schön große Bewegung machen, genau, richtig. Schön große Bewegung, mit in die Knie gehen. Dann machst du mal die Augen zu. Weiter versuchen, schön ruhig stehen zu bleiben. Ausgleichen, Augen wieder auf. Gut, jetzt machst du mal eine Schrittstellung. Ein bisschen versetzt, genau. Jetzt ein bisschen wackeliger. Jawohl, und jetzt machst du auch nochmal die Augen zu. Jetzt wird es noch wackeliger. Versuch gegenzuarbeiten. Gegenarbeiten. Und gut, Augen auf. Okay, locker. Einmal runter. Beine ausschütteln. Also, ich werfe dir den Ball zu. Du stehst ganz normal und wirfst mir den Ball wieder zurück. Schön stehen bleiben. Gegenarbeiten. Werfe ich ein bisschen links und ein bisschen rechts. Super. Sehr gut. Jo. Jawohl. Super. Drei Bälle. Hat er? Man darf mich nicht loben. Ja, ich weiß. Wir dehnen jetzt wieder deine Oberschenkel Vorderseite, ja. Eine deiner Lieblingsübungen. Ja. Wir fangen wieder ganz locker an, okay? Ja. Du sagst Stopp. Jetzt hat's schon geknackst. Ja, das ist auch nicht schlecht. Geht noch? Ja. Meine Geht? Frau schafft das bis an den Po und lacht dabei. Und bei mir tut alles weh. Und, drück gegen. Komm, drück. Und gut. Gut. Locker lassen. Die schmerzhaften Dehnungsübungen machen in dieser schönen Umgebung genauso wenig Spaß wie im Übungsraum des Physiotherapeuten. Aber sie sind unverzichtbar, um der Muskel- und Bänderverkürzung entgegenzuwirken. Zurück in Würzburg. Für Ewald Ruppert hat das Warten ein Ende. Ein Team aus Spezialisten verschiedener Disziplinen arbeitet an der auf 6 Stunden veranschlagten Hirnschrittmacher-OP. Der Weinbauer ist in der Würzburger Uniklinik in den besten Händen. Denn kaum jemand in Deutschland hat auf dem Gebiet der tiefen Hirnstimulation so viel Erfahrung wie die Neurochirurgin Professor Cordula Matthies. Etwa 600 Hirnschrittmacher hat sie bis heute eingesetzt. In Kurznarkose werden 2 Zugangslöcher in den vorderen Schädel gebohrt. Dann befestigen Professorin Matthies und ihr Kollege am Kopf von Ewald Ruppert einen sogenannten Stereotaxierahmen. Mit ihm ist eine millimetergenaue Positionierung der beiden Elektroden möglich. Über die beiden Bohrungen schieben die Neurochirurgen nun Testelektroden in das Zielgebiet mitten im Gehirn. Sobald harte und weiche Hirnhaut passiert sind, spürt der Patient keine Schmerzen mehr. Ewald Ruppert wird aus der Kurznarkose geweckt, denn ab jetzt ist seine aktive Mitarbeit erforderlich. So, ganz herum. Jawohl, und schauen Sie nochmal. Große Fingerbewegungen auf der rechten Seite. Genau. Die starken elektrischen Impulse, die Professor Volkmann diesseits der Plastikabtrennung sieht, signalisieren, das Zielgebiet ist erreicht. Im nächsten Schritt wird das Einbringen der Elektrode in das andere, ebenfalls nur millimetergroße Hirnareal erfolgen. Hälfte der Arbeit ist geschafft. Jetzt geht's mit der anderen Hälfte weiter, Herr Ruppert. Nach 3 Stunden machen sich die Neurochirurgen nun an den zweiten Teil der Arbeit. Ewald Ruppert ist wach. Er singt. Ich wusste nicht, dass Sie auch so musikalisch sind. Wir werden gleich wieder röntgen müssen.
Professorin Mattis zeigt, wie winzig die Elemente sind, die bis 7 cm unter die Schädeldecke vorgeschoben werden. Die Sonde hat einen Durchmesser von 1,2 mm. Das Endstück, das im Nucleus subthalamicus platziert wird, ist nicht dicker als ein menschliches Haar. Auch die zweite Elektrode haben die Ärzte erfolgreich installiert. Jetzt verschließen sie die beiden Bohrlöcher. Ewald Ruppert ist erneut in Kurznarkose. Die Tasche ist gut vorbereitet, sodass der Stimulator mühelos hineingleitet. Ewald Ruppert kann den Generator später zu Hause von außen per Fernbedienung aufladen und auch steuern. So ähnlich wie seinen Fernseher. Hier sehen wir jetzt das Handsteuergerät, das der Patient persönlich bekommen wird. Jetzt programmieren die Ärzte Ewald Rupperts Stimulator für die nächsten Tage. Und mit dieser Einstellung gehen die Patienten nach Hause und merken kontinuierlich von den ersten Tagen an, dass sie eine ganz andere Grundmobilität haben. Ganz viele beschreiben das so, dass ein Panzer weg ist, ein starres Gerüst, das sie eigentlich Tag und Nacht im Griff hatte, dass das weg ist. Und das liegt daran, dass kontinuierlich ein Effekt da ist. Im mittelalterlichen Brixenstadt, 40 Kilometer östlich von Würzburg, ist Ewald Ruppert zu Hause. Genau 4 Wochen liegt seine Operation jetzt zurück. Frank Elstner ist neugierig, wie es ihm geht. Es ist die Zeit der Weinlese. Ewald Ruppert brennt darauf, ihm seinen Weinberg zu zeigen. Besonders stolz ist er auf den biologischen Anbau seiner Trauben. Die sind aber ganz schön fest. Ja. Ich esse die jetzt. Mhm. Knackig, süß. Mhm. Die Haut ist ein bisschen hart noch. Ja. So gesund wie der ist, bleibt er noch 14 Tage. Also wartet noch ein bisschen. Frank Elstner fallen die etwas unkontrollierten Kopfbewegungen Ewald Rupperts auf. Auch das Gehen fällt ihm noch schwer. Nehmen Sie denn noch die Stöcke zur Unterstützung, wenn Sie spazieren gehen? Meistens, ja. Ja? Also wenn Sie sich an meinem Arm festhalten wollen. Wenn ich alleine bin, ist es mir zu gefährlich. Ja. Und Sicherheit ist alles. Bitte schön. Danke. Das mit der Sicherheit, das ist auch für mich so ein Problem. Ich habe nachts, wenn ich aus einem Lokal komme, immer Angst, dass ich über eine Stufe falle, die ich nicht sehe. Hm. Denn in unserem Alter will man sich ja nichts mehr brechen. So ist es. Ich möchte noch mal auf Ihre Krankheit zu sprechen kommen. Ja. Vor 4 Wochen haben die Ärzte also an Ihrem Kopf gearbeitet. Ja. Das Aggregat mit der Stromversorgung. Jawohl. Und stört Sie das? Nein. Man kann sich auch normal waschen und ja. Das ist für das war wie 5 Weihnachten zusammen. Das zeigt, dass Sie ein großer Optimist sind. Ich bin jetzt froh, dass ich den Schritt hinter mir habe. Ich weiß aber, dass es noch viele kleine Schritte braucht, bis ich im Frühjahr wieder dastehe und selbstständig dann arbeiten kann. Ewald Ruppert hofft, dass es ihm in 3 Monaten deutlich besser geht. Denn der Hirnschrittmacher muss in vielen Feinjustierungen optimiert werden, damit der Weinbauer wieder ein fast normales Leben führen kann. Bisher ist noch keine Heilung bei Parkinson möglich. Aber es gibt Ideen, um das zu erreichen. Also wie schnell eine ursächliche Behandlung für die Parkinson-Krankheit zur Verfügung steht, wird ganz entscheidend davon abhängen, wie viel Geld für die Forschung zur Verfügung steht. Das hat, glaube ich, Covid ja jetzt ziemlich eindeutig gezeigt, dass wenn man eine konzertierte Aktion macht, viel Geld in die Hand nimmt, die richtigen Ideen unterstützt, dass dann eine Lösung von der Wissenschaft in relativ schneller Zeit gefunden werden kann. Noch ist sie unheilbar. Aber wie lange dauert dieses noch? Sind es noch 10 Jahre? Sind es 50 Jahre? Wenn es noch 5 Jahre wären, dann hätte ich noch eine Chance, das zu erleben. Wenige Tage später in Baden-Baden. Hallo, Herr Elstner. Was für ein schöner Besuch. Das Bild der Malerin ist fertig. Oh, das bin ich. Donnerwetter. Das ist Ihnen aber wirklich gelungen. Eine Momentaufnahme. Frank Elstner zwischen Hirschgeweih und Physiotherapie. Doch die Zukunft wird bestimmt sein durch den Kampf gegen Parkinson.